Guten Tag und schön, dass ihr nochmal da seid. Wir sind zurück hier bei Crusader Kings 2 mit, ja, mit der Grafen von Saarbrücken bzw. der Herzogin von Saarbrücken. Und in der letzten Folge ist wieder einiges passiert. Wir haben einen weiteren Sohn bekommen, nachdem wir in die Schlacht gezogen sind, mehrmals in Ungarn, und haben da ein paar brutale Kämpfe gehabt, die wir aber alle siegreich beenden konnten. Und auf dem Heimweg wurde, ja, unser Sohn quasi gezeugt. Ja. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Allerdings werde ich jetzt erstmal noch ein Bündnis schmieden, und zwar hier. Sie ist ja momentan verheiratet mit unserem, beziehungsweise verlobt mit unserem Sohn Konrad. Und da haben wir noch kein Bündnis, das werden wir auf jeden Fall machen. Mit Dänemark kriegen wir kein, nicht Dänemark, mit Norwegen kriegen wir kein Bündnis hin, aber das ist erstmal kein Problem. Als nächstes werden wir hier in Ungarn schon mal unsere Beziehungen in dem Sinne vertiefen, indem wir hier die gute Jadranka, die gerade mal 5 Jahre alt ist, direkt mit unserem Sohn Karl verloben. Ja, das funktioniert so. Das ist, denke ich, ganz gut so. Denn sie ist die Nächste auf dem Thron von Ungarn. Also wir sehen es hier auf dem zweiten Platz, und im Normalfall wird das hier eben so folgen, außer er kriegt vielleicht noch einen Sohn. Kann gut sein, aber damit haben wir auf jeden Fall schon mal eine gute Ausgangslage. Und das ist ja auch die Ambition, dass wir da auch auf den Königsthron von Ungarn vielleicht irgendwann einer unserer Nachfolger haben. Genau. Ansonsten würde ich sagen, lassen wir weiterlaufen. Wir versuchen noch ein bisschen Geld zu sparen. Wir haben da ja ein bisschen jetzt gewartet gehabt, aber das ist, denke ich, in Ordnung. Wir könnten entweder darauf sparen, hier noch was auszubauen, aber ich würde gerne vorher die Schulden begleichen, die wir haben, und auch gerne noch mal irgendwas spenden. Wir könnten auf jeden Fall ihn hier mal freikaufen lassen, genau. Wir sind jetzt niemand, der da irgendwie grausam seine Leute foltert, auch wenn wir es einmal getan haben und dabei jemand verschwunden ist, aber das kann schon mal passieren. Genau, wir sind auch zornig geworden, paranoid so ein bisschen. Das heißt, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall einen besseren Hofspitzel. Das werden wir direkt mal nachschauen. Der da ein bisschen besser aufpasst, jemand, dem wir vertrauen können. Ja, wir gucken mal hier Hof beitreten, ja. In Reichweite, ja. Genau. Am besten, ja, hinterlistige Leute ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber das ist halt eben die Eigenschaft. Hier hätten wir Clara. Ich denke, wir werden sie mal nehmen, ja. Soll mal bitte an unseren Hof eingeladen werden. Dann werden wir sie als unsere Hofspitzelin engagieren. Unsere Vertraute quasi. Und dann wollten wir noch einen neuen Kanzler suchen, da das auch ein bisschen lange dauert. Ja, wir könnten hier Barbora nehmen. Ich denke, das ist ebenfalls in Ordnung. Genau. Das geht hier auch. Okay. Gut, sobald die dann angekommen sind, werden wir sie in den Rat eingliedern. Genau. Ach, jetzt können wir sie hier nicht mehr auswählen als Kanzlerin oder wie? Oder ging das nur bei der einen, weil das so einen speziellen Charakter war? Ja, jetzt können wir sie hier tatsächlich nicht auswählen. Das ist interessant. Ich glaube, weil das ein spezieller Charakter war, aber okay. Ja, nichtsdestotrotz haben wir sie ja dann trotzdem hier. Der Status der Frau können wir nicht ändern, weil wir da eine bessere Toleranzstufe brauchen, genau. Und das wird noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich. Wir können natürlich schauen, wo wir halt eben vielleicht, wir sollten vielleicht wirklich irgendwo einen Spion oder sowas hin. Wie sieht es denn hier aus? Hm, 0% Chance. Okay, da müssen wir mal schauen. Ja gut, dann müssen wir halt jemand anderes jetzt suchen. Nicht Titel hier. Charakter, genau. Intrige.
Muss schon jemand sein, dem wir auch vertrauen können. Das ist grausam. Nee, da haben wir eine negative Meinung von ihm. Ist sogar ein ehrlicher Charakter, also von daher wäre das vielleicht ganz in Ordnung. Wir haben auch eine gute Meinung von ihm, deswegen werden wir ihn mal an den Hof einladen. Zack, und dann jetzt auch nochmal hier nach Diplomatie. Für den Fall der Fälle haben wir auf jeden Fall dann schon mal fähige Frauen. Was ja auch schon mal in Ordnung ist. Ja, dann nehmen wir ihn hier, genau. Oder haben wir sogar eine sehr gute Meinung. Okay. Damit wir das auf jeden Fall erstmal hinbekommen, weil das habe ich ja schon so ein bisschen gesagt, dass das noch ein bisschen so ein Dorn im Auge ist, dass der Kanzler da so lange braucht für Trier, da einen Anspruch zu fingieren. Und jetzt mit dem Hofspitzel, auch wenn das unser Ehemann ist, aber wir haben keine positive Meinung von ihm und so ganz vertrauen wir ihm dann natürlich dann nicht. Und wir wollen natürlich, dass als paranoider Charakter, dass in unserem Reich dann nichts beansprucht wird oder irgendwie sonst was. Das wäre katastrophal. Okay, und er geht dann hier hoch weiter in Köln. Habe ich Trier gesagt? Keine Ahnung. In Köln das erstmal fingieren. Wir brauchen noch einen Befehlshaber. Da wollten wir auch nochmal schauen, ob wir da vielleicht jemanden finden. Genau, suchen wir nach einem guten Kämpfer. Der hier wäre eigentlich ziemlich gut. Boah, der ist auch sogar besessen. Wir haben auch eine positive Meinung von ihm. Das heißt, den werden wir auch an den Hof einladen. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen so paranoid. Das könnte man natürlich so weit führen, dass man sagt, dass man dann eben keine Leute hier an den Hof weiter einladet. Aber ich glaube, sie misstraut da eher den eigenen Leuten vielleicht. So. Das heißt, dann können wir eigentlich hier Wenzel, unser Marschall, austauschen. Rein theoretisch. Aber den lassen wir noch, weil der ja unser Vasall ist. Den wollen wir dann doch beibehalten. Oder hat er noch irgendwo was anderes? Kemra hat er 11. Nee, okay. Gut. Der ist dann einfach nur hier so ein Befehlshaber, genau. Mit 26 ist das gut. Auf dem Wenzel vertrauen wir ja. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Okay. Gut, dann hätten wir das auf jeden Fall getan. Jetzt ist die Frage wegen den Vasallen mit einer negativen Meinung. Da könnten wir jetzt auch. Ich weiß nicht, ob wir wirklich dann hier den Vollmar da vertrauen. So, Beziehungen wurden verbessert, sehr schön. Seine Tochter wäre die Nachfolgerin. Man könnte versuchen, ihm den Titel zu entziehen. Das kommt aber nicht gut an. Ermorden lassen werden wir sie auf jeden Fall nicht. Ich habe sie alle besiegt und bin nun die beste Herzogin aller Zeiten. Und jetzt? Oh, wir haben unseren Ehrgeiz verloren. Das heißt, wir werden tatsächlich hier nochmal umfungieren. Dann werden wir natürlich keinen Anspruch mehr hier fingieren. Das ist, denke ich, klar. Weil wir haben jetzt den Ehrgeiz, Titel zu gewinnen, verloren. Naja gut, wir haben auch schon einiges erreicht. Das ist doch schon mal ganz gut. Ja, da könnten wir auch vom Kriegsfokus dann jetzt weggehen. Vielleicht, da ist jetzt aber jetzt die Frage, ob das mit der Verführung jetzt noch Sinn macht. Ja gut, wir sind, Säufer könnte halt eben auch Zecherei. Dann fällt uns halt die Duellfähigkeit da weg. Das ist halt eben ein bisschen. So, die Sache war gut. Mit ihm wollen wir uns auf jeden Fall noch duellieren. Wir werden ihn nochmal hier zum Duell herausfordern. Also, was haben wir da? Ich ziehe mir vor Frustration an den Haaren und beiße erneut in den Rinderbraten. Wow. Ich versuche einen langen Atemzug zu nehmen, um mich zu beruhigen, aber das erinnert mich nur daran, dass mein Bauch gegen mein Hemd drückt. Je mehr ich esse, desto wütender werde ich. Je wütender ich werde, desto mehr muss ich essen. Okay. Das ist nicht das Schicksal eines Kriegers. Was kann ich sonst tun? Nein, das ist genug. Ich brauche eine Diät. Das ist nicht das Schicksal eines Kriegers. Ich denke, das ist. Okay, macht euch an die Arbeit. Dies kann zu kleinen Ergebnissen im Vergleich zu einer drastischen Änderung. Okay. Ja, gut. Wir sind jetzt erstmal fett. Okay. Ah, jetzt hat er es natürlich angenommen. Das ist natürlich klar.
Mein Gegner sieht nervös aus und seine Rüstung scheint nicht ganz zu passen. Und ich überlege kurz zu fragen, ob wir das lieber an einem anderen Tag machen sollen. Einen Moment später komme ich wieder zu mir und lasse die frische Morgenluft meine Sinne schärfen. Der standhafte Mann liegt bald schon stöhnend vor Schmerzen auf dem Boden. Ja, ich ziehe siegreich von dann auf jeden Fall. Boah. Den haben wir dann auch ordentlich. Ja, kaputtgeschlagen. Gut, jetzt ist. Also. Es ist jetzt natürlich, wie gesagt. Es gibt für mich nur zwei Möglichkeiten, was wir jetzt machen können. Ja, gut, Jagd wäre auch vielleicht noch was. Aber für mich sind diese beiden Optionen jetzt die einzigsten, die mir da tatsächlich in den Sinn kommen. Versuchen wir das mal so ein bisschen zu analysieren. Was natürlich für Zecherei und so sprechen würde, ist natürlich, dass wir jetzt fett sind. Also wir sind schon gefräßig und so. Wir sind gesellig, das ist auf jeden Fall auch was dafür. Ja, und Säufer. Für Verführung auf jeden Fall. Ja gut, fett könnte natürlich da gehen, aber wobei das hier nichts sagt. Verführung, gesellig spricht natürlich dafür, lüstern ist natürlich dafür, paranoid ist vielleicht ein bisschen dagegen. Ja, besessen? Ist halt eben die Frage. Ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade vielleicht die Zecherei jetzt eher passen würde. Aber gut. Ist halt eben so ein bisschen die Sache. Ich würfel es aus. Ich würfel es tatsächlich aus. Das heißt, 1 bis 3 ist die Zecherei, 4 bis 6 ist die Verführung. Und es ist die 4, es ist die Verführung. Wir werden also den Verführungsfokus auswählen. Okay, das ist sehr interessant. Da werden wir uns mal gleich umschauen, ob wir da jemanden finden, der vielleicht für uns ganz in Ordnung aussieht. Und ich denke, es ist klar, dass wir natürlich nach einem Krieger nachschauen. Ich habe da auch schon eine Vermutung, wo wir uns da vielleicht umschauen werden. Okay. Gut. Unser Sohn Konrad, ja, der braucht noch ein bisschen. Noch ein Jahr und dann, nein, wobei dieses Jahr noch, dann können wir ihm auch die Ausbildung eines Kriegers geben, was ja auch schon mal ganz gut ist. Sollte es nochmal zu einer Schlacht kommen oder sonst was, das gibt es natürlich trotzdem dann. Da gibt es immer noch diese Kommandantenduelle. Die sind da nicht an den Fokus da gebunden. Aber wie gesagt, wir haben uns ja da schon. Bis jetzt haben wir jedes Duell gewonnen, sagen wir es mal so. Und wir sind ja eine schöne junge Dame, deswegen sind wir uns da auch selbstbewusst und sind uns sicher, dass wir da jeden bekommen können, den wir bekommen möchten. Also, was haben wir hier? Meine Beichtperson Abt Arnui von St. Arnuel ist ein attraktiver Mann. Ich habe meinen umwerfenden Charme spielen lassen und sehe deutlich, dass er an andere Dinge als denkt. Okay. Okay, der Abt Arnui ist interessant. Jetzt können wir entweder gibt ihn einen Vorgeschmack darauf, was er versäumt, oder es macht so viel Spaß, unsere Geistlichen heiß zu machen. Okay. Ja, keine Ahnung. Beides ist ja hier in dem Falle möglich. Ich werde es einfach auswürfeln. 1 bis 3 das obere, 4 bis 6 das untere. 1, 2. Gebt ihnen einen Vorgeschmack darauf, was er versäumt. Okay. Mal schauen. An den hatte ich jetzt nicht gedacht, was die Verführung angeht. Eher so an die starken Kämpfer. Also, unser Sohn Konrad kann jetzt hier die kriegerische Ausbildung genießen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ich dachte schon, wir hätten noch ein zweites Kind an unserem Hof, das wir da irgendwie auswählen können. So, es gibt einen Verteidigungspakt gegen byzantinisches Kaiserreich. Okay, das ist jetzt eher weniger interessant. Unsere Schwiegermutter ist. Oh! Oh weh, ich muss schwanger sein. Wird mein Gatte glauben, dass es seins ist? Oh.
Wir sind schwanger geworden und zwar nicht von unserem Ehemann, wenn's wie es aussieht. Ja, das kann schon mal passieren. Aus Versehen. Aber wir haben keinen Geliebten. Aber das wird dann wahrscheinlich das Kind ja von diesem Abt sein von St. Anual. Gehe ich mal davon aus. Da steht aber hier auch nichts dabei. Okay, interessant. Was haben wir hier für einen Krieg? Befreiung von Italien. Da könnten wir uns natürlich dran beteiligen. Boah, 12.000 Truppen. Ja, gut. Unser Kaiser. Wir haben eine gute Meinung von ihm jetzt. Normalerweise würde es ja eigentlich Sinn machen, uns da hier zu beweisen. Deswegen werden wir uns hier beteiligen. Ich denke, das ist in Ordnung. Ich war sehr überrascht, dass mein Gemahl heute Abend in meiner Kammer auf mich wartete, umgeben von unzähligen Geschenken. Offenbar möchte er mir seine besten Wünsche für die Schwangerschaft geben. Danke, ich schätze diese Geste sehr. Oh je. Ja gut. Also wir werden erstmal unsere Truppen hier ausheben. Wir werden ja trotzdem weiterhin kämpfen wollen. Das ist, denke ich, klar. Da gibt es ja jetzt nichts, was da irgendwie sich geändert hat. Nur unser Fokus hat sich halt eben da ein bisschen verändert. Natürlich werden wir hier mitkämpfen. Was haben wir denn hier von... Ach, schon wieder Venedig. Dann werden wir erstmal hier Kroatien helfen, denke ich mal. Klein Konrad entwickelt eine Vorliebe für Sturköpfigkeit. Ich sollte dem Kind stattdessen mehr Stolz einbläuen. Schön für ihn. Ja, ich sollte dem Kind stattdessen mehr Stolz einbläuen. So, das sollte ihn normalerweise dann... So, wir sind jetzt erstmal kurz nicht erreichbar. Ah, er ist jetzt stur geworden. Okay. Naja, wenn er seinen eigenen Kopf hat, mal schauen. Vielleicht wird ja was aus ihm. Wir werden trotzdem hier mitkämpfen, deswegen warten wir noch ein bisschen. Wir werden aber hier auf jeden Fall hier Akarias mal auswählen. Der ist relativ stark. Entschuldigung. So. Ja, Regentschaft ist vorbei. Wir haben einen weiteren Sohn bekommen, Waldemar. Wow, er ist attraktiv und zurückgeblieben. Ja, nennen wir ihn Waldemar. Wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, ob jetzt der Bürgermeister Waldemar hieß. Oder der Abt hier, der Alois. Ob er der Vater ist. Könnte sein. Aber okay, gut. Waldemar, ich denke, vielleicht nennen wir ihn jetzt nach unserem Vater. Hier Siegbert. Ich denke, das ist in Ordnung. So, natürlich ist das jetzt, ja, ob wir das sehen, ob da, dass er jetzt zurückgeblieben ist, ob das jetzt für uns so ausschlaggebend ist jetzt in dem Moment, ist natürlich jetzt erstmal mal dahingestellt. Boah, das sind aber schon viele Truppen. Ob wir das hinbekommen, mag ich ja zu bezweifeln. Wir wollen trotzdem natürlich hier helfen. Oh, ja, der Krieg hier um Italien ist schon mal vorbei. Sehr schön. Deswegen werden wir uns auf jeden Fall hier rüber bewegen. Vielleicht lernen wir ja wieder einen netten Krieger kennen. Man weiß es ja nicht. Ah. Ja, die haben diesmal wirklich mehr Truppen. Die haben da wahrscheinlich ein bisschen was angespart. Die wollen diese Stadt hier. Das werden wir wahrscheinlich verlieren. Trotzdem werden wir versuchen, hier vielleicht gegen... Ah, hier haben wir noch einen Bauernaufstand, okay. Dass wir da ein bisschen helfen. Da brauchen wir aber die hier. Wie gesagt, in Selbstmordkommando laufen wir da nicht rein. Aber vielleicht haben wir hier wieder ein schönes Nachtlager. Man weiß es ja nicht. So, die bewegen sich erstmal hier nördlich.
Ja, aber auch mit den Truppen schaffen wir das im Leben nicht, gegen die zu gewinnen. Wie viel Geld habt ihr denn? Nicht wirklich viel. Wir könnten da Geld spenden, damit die sich Truppen leisten könnten. Naja. Besorgniserregende Kunde bezüglich Marschall Bischof Wenzel erreicht euch. Offenbar setzte er Soldaten ein, um den Bauern in Saarbrücken Geld abzupressen. Oh, das ist natürlich nicht so schön. Ja. Er muss umgehend des Amtes enthoben werden. Das finden wir natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Wir können ihn auch festnehmen lassen. Ob das jetzt klappt, weiß ich nicht. Wir werden es trotzdem machen. Ja, hat funktioniert sehr schön. Wir entziehen ihnen dann natürlich auch hier den Titel. Ja, ist halt eben das Einzige, was wir da machen müssen, können. Deswegen müssen wir nochmal schauen, was wir da machen. Gut, wir könnten natürlich auch den Titel jetzt erstmal behalten. Dann würde unser Sohn den irgendwann bekommen. Dann ist er halt eben Bischof. Aber wir werden mal schauen, ob wir da vielleicht jemanden finden. Na gut, dann werden wir erstmal hier einen neuen Marschall aus. Ja, dann können wir auch ihn hier nehmen. Hier, Akarias. Das ist ja der neue Marschall. Der führt jetzt trotzdem noch hier die Truppen mit an, genau. Ja, wir sind einfach nicht genug. Das ist ein reinster Selbstmord, wenn wir da jetzt reinlaufen. Ah, okay, die sind hier auf die Schiffe gegangen. Die werden jetzt wahrscheinlich da hingehen. Ja gut, dann bewegen wir uns wieder hier nördlich. Damit wir uns da nicht in Gefahr bringen. Wir können noch einen Nachfolger nominieren, das können wir noch machen. Hier sind aber auch 500 Truppen. Genau, Nachfolger. Solange wir ja diesen Titel haben. Mit wem haben wir die besten Beziehungen? Wäre natürlich schön, wenn man, wenn wir jemand aus unserem Hause da hinstellen könnten, aber da sind wir einfach noch zu unbedeutend für die. Okay, dann nehmen wir hier einfach wieder den besten Kämpfer hier, Gebhard Herzog von Nordgau. Ja, ich denke mal, das ist in Ordnung. Vielleicht werden wir auch mal versuchen, ihn zu verführen. Eventuell. Mal schauen. Wenn er ja ein guter Kämpfer ist. Aber erstmal sind wir hier beschäftigt. Wenn wir uns dahin ziehen. Da sind einfach zu viele Truppen. Die haben sich hundertprozentig gekauft. Und vom Geld her, ja, die haben ja auch hier eine miserable monatliche Bilanz. Wir können ja mal kurz schauen, wem wir dann die Grafschaft abgeben. Sollte na. Ja, wir haben ja noch ihn hier. Da müssen wir auch noch was machen. Ja, unseren Kindern geben wir das nicht, weil sonst sind sie aus der Erbfolge ausgeschlossen. Wäre ein bisschen doof momentan. Wir könnten das natürlich hier Sankt Anual geben. Das wäre rein theoretisch möglich. Hier, Bernhard von Sankt Anual. Ist ja auch ein relativ guter Kämpfer. Ja, ich denke, das machen wir. Nee, das ist aber nicht der, wo wir da so gute Beziehungen hatten. Gibt es wahrscheinlich mehrere. Nee. Hier, einer Frau können wir das nicht geben. Nee, genau. Das war mir schon relativ klar gewesen. Es hat eben die Frage, wen wir da nehmen. Also die Möglichkeit wäre hier Sankt Anual. Aber ich glaube, der ist ja hier eher so ein Vasall. Genau, hier Alois, der war das. Dem könnten wir das geben. Ja, ich denke, das machen wir. Das ist, denke ich, in Ordnung. So, damit ist er jetzt Bischof von Trier. Damit haben wir ihn auf jeden Fall auf unserer Seite. Auch länger. Beziehungsweise längerfristig. Ja, hier können wir quasi nichts machen. Das ist halt eben doof. Man könnte natürlich trotzdem versuchen, in die Schlacht da reinzukommen und dann irgendwie vielleicht den Kommandanten dazu bekommen.
Das wäre möglich, aber das könnte halt eben auch sehr nach hinten losgehen. So, dann hier Krieg gegen Genua. Ja, gut. Wir könnten uns zurückziehen oder einfach versuchen, hier zu kämpfen. Wir bewegen uns mal dahin, versuchen die da mitzunehmen, versuchen die hier anzugreifen. Das wäre vielleicht noch irgendwie möglich. Ja, wir können auch einen Befehlshaber hier auswählen. Ja, der ist jetzt nicht der stärkste Befehlshaber, den nehmen wir mal. Oh, wir sind angegriffen worden. Oh, die haben uns hier abgepasst. Das ist natürlich super doof. Einmal nicht aufgepasst, aber egal. Ich könnte schwören, dass ich den feindlichen Kommandanten Rolando gehört habe, der Befehle gibt, aber als ich dann den Wald durchsuchte, konnte ich ihn nirgends sehen. Einer meiner Soldaten informierte mich schließlich darüber, dass er ganz hinten kauernd an einem gefallenen Baum gesehen wurde, weit hinter seiner Truppe kauernd. Ja, wir werden auf jeden Fall in den Kampf da gehen. Mein Gegner scheint müde zu werden und seine Bewegungen langsamer, gestärkt durch den Beifall der Menge. Gestärkt durch den Beifall der Menge werfe ich meinen Streitkolben in seinen Bauch. Der Mann fällt und seine Gedärme verteilen sich auf dem Boden. Er erhebt sich nicht wieder. Oh, der ist tot. Boah. Das ist halt eben das, was wir machen können. Halt zwar in die Schlachten reingehen und diese verlieren, aber dann halt eben die Kommandanten halt eben töten. Das ist möglich. Im Chaos rund um die Schlacht von Zagreb schafft es meine Männer, Necheomium Gabasur in die Ecke zu treiben, der kläglich mit seinem Morgenstern herumwütete. Mir wurde gesagt, dass sich der arme Mann selbst eingenässt hat, als der Tod nahe kam. Das wurde auch Zeit. Okay. Das ist schon hart. Ich scheine mich selbst in ein frühes Grab zu trinken. Es muss doch einen Weg geben, das Trinken aufzuhören. Wir haben zwei Möglichkeiten, aber der Wein schmeckt so gut. Ich werde einen Priester um Rat fragen. Ja, einen Priester um Rat fragen, das könnte ja natürlich der gute Alois sein. Ich schau mal, was da steht. Ich denke mal, also ich würde das jetzt mal interpretieren, dass wir den Alois fragen, ob er das vielleicht, oder Alui, ob er da vielleicht was weiß, was man da machen kann. Wir haben zwar die Schlacht verloren, aber wir haben zumindest einen Kommandanten, ja, für eine längere Zeit ausgeschaltet. Wir haben eine gefährliche Fraktion. Aha, Graf Vollmar. Ja, gut, damit jetzt erstmal. Oh, wir belagern hier was. Ja, das können wir einfach mal stürmen, denke ich mal. Ja, genau. Ansonsten bringen wir unsere Truppen nach Hause, würde ich sagen. Wir werden die einfach mal jetzt hier auflösen. Bringt jetzt nichts mehr, da weiter mitzukämpfen. Und damit die sich erstmal so ein bisschen erholen. Mein armer Siegwirt ist so unempfänglich und so langsam darin, auch nur die grundlegendsten Dinge zu lernen. Manchmal frage ich mich, ob das viele Trinken während der Schwangerschaft eine schlechte Auswirkung auf seine Gesundheit hatte. Ah, okay, das ergibt natürlich Sinn. Entweder genug vom Wein, ich kann nicht mein nächstes Kind auch noch, oder am besten denke ich nicht drüber nach. Nee, genug vom Wein, ich kann nicht mein nächstes Kind auch noch. Was da auch immer hinkommt. Ja, jetzt sind wir gestresst. Ah, dafür sind wir jetzt kein Säufer mehr. Okay, das ist interessant. Eine interessante Wendung. Der Marschall darf jetzt erstmal Revolte unterdrücken. Genau. Und er geht erstmal hin und verbessert die Beziehung zu unserem Kaiser. Meine Beichtperson Abt Egbert von Metz ist ein attraktiver Mann. Ich habe meinen umwerfenden Charme spielen lassen und sehe deutlich, dass er an andere Dinge als, was weiß ich, denkt. Okay. Wahrscheinlich als die Kirche. Ja, gut. Der nächste Abt ist dran. Ja. Gibt ihnen einen Vorgeschmack darauf, was er versäumt. Ja. Auch wieder eine lustvolle Verehrung. Mal schauen, ob das direkt zur nächsten Schwangerschaft führt. Ja, diese Schlacht werden wir auf jeden Fall verlieren. Also diesen Krieg, nicht diese Schlacht. Aber das haben wir ja schon gesehen. Wir könnten Anspruch geltend machen, Grafschaft. Ja, gut, für unseren Marschall weiß ich jetzt nicht,
würde ich jetzt eher nicht jetzt umsetzen. Vielleicht, wenn das jetzt ein größeren Titel wäre, aber jetzt irgendeine Grafschaft, das glaube ich tatsächlich eher nicht. Der ist immer noch schwer verletzt und verstümmelt, okay. Das ist krass. Aber der hält länger durch als die anderen. Das können wir ihm schon mal hoch anrechnen. Okay, der Krieg hier mit Venedig ist auf jeden Fall vorbei. War also auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da jetzt erstmal abzuziehen. Wir haben zwar die eine Schlacht verloren, aber wir haben das doch schon als persönlichen Sieg empfunden, dass wir da einen weiteren Kommandanten erledigen konnten. Ich denke, das ist, denke ich, klar. Okay, gut. Wir werden mal an dieser Stelle die Folge beenden. Und in der nächsten Folge werden wir mal schauen, ob wir nicht einen jungen Befehlshaber finden oder sowas. Und ihn verführen. Aber okay. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Kompass. Bambuso.